Hey ho, Leute, und ja, willkommen zu diesem letzten Video dieses Jahres 22. Und ja, wie ihr mitkriegt, ich bin komplett down. Also Grippe oder was auch immer mich da erwischt hat, hat gesagt, ich bin hinüber. Ich bin komplett im Arsch. Ja, die kleine Maus, die freut sich, weil ich halt nachts, ich heiz wie so ein Geisteskranker, und da sitzt die Katze immer, also die Katze, wenn sie könnte, würde sie in mir schlafen, wie sie in so einem aufgestützten Tarnzaun, weil ich halt so schön warm bin. Gott, sie lasst das mal heute nicht, ja? Lass doch meine Medikamente in Ruhe. Kennst du schon mit der Maus rumfummeln? Ich nehme mal deinen kleinen Puschelschwänzchen hier weg. Danke. Ja, jedenfalls, der Plan von 31. abends bis zum 1.1. früh durchzustreamen, um mit euch halt ein bisschen ins neue Jahr reinzufeiern, das sage ich jetzt ab. Das tut mir leid, das gibt's halt einfach nicht, weil beim besten Willen, das kriege ich nicht hin. Ich habe jetzt zum dritten Mal, dass ich das jetzt hier aufnehme. Beim ersten, zweiten Mal habe ich dann zwischendurch so einen Hustenanfall gekriegt, dass ich es einfach abgebrochen habe. Ich kann keine 6 Stunden oder 4 Stunden am Stück reden oder versuchen, euch irgendwie zu entertainen. Das macht die Stimme gar nicht mit. Und von daher eher nein, dass ich sage, nee, ich nehme mir das für nächstes Jahr vor. Na, diesmal war es nur ein kleiner Huster. Ansonsten, ich hoffe, ihr habt auch die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Ich hoffe, ihr übersteht auch den Jahreswechsel gut. Ja. Sozusagen, ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr. Ich persönlich hoffe, ihr nehmt euch kleine Ansätze für nächstes Jahr vor. Also kleine Vorsätze, so rum. Und zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen Sport machen wollt oder ähnliches, macht ein paar kleine Sachen. Ihr müsst euch nicht gleich im Fitnessstudio anmelden. Das erkläre ich euch dann mal in einem späteren Video vielleicht, wenn ich es bis dahin nicht vergessen habe. Weil so wie ich mich jetzt kenne, ich lege mich dann, jetzt gerade ist es 15:52. Ich werde mich dann in die Küche begeben, was kleines Essen, also eine Hühnersuppe mit Reis und so einem Scheiß, und dann liege ich wieder im Bett. Oder hier auf dem Sofa und spiele vielleicht Pokémon, je nachdem, wie es meinem Kopf geht. Und ja, ich habe Pokémon Popo jetzt sehr günstig im ANV erschossen bei uns. Ah, ist schön gewesen, hat sich gelohnt. Ja, ansonsten brecht euch nichts. Passt auf, dass ihr euch nicht Arme, Beine, Gesicht, irgendwas wegsprengt mit diesen Tschechen- oder Polenböllern. Ihr habt nur eine Gesundheit, ihr habt nur einen Körper. Und Körperteile, die abgesprengt sind, die wachsen nicht so einfach nach. Also, das solltet ihr im Kopf behalten. Von daher, guten Rutsch ins neue Jahr. Nächstes Jahr möchte ich ein paar Experimente wagen mit anderen Spielen neben Conqueror's Blade und zusätzlich auch dann noch ein paar Meinungsvideos, die halt nicht regelmäßig kommen werden, einfach nur so ein bisschen Diversität, auch Reacts möchte ich wieder ein paar machen, und ja, persönlich hoffe ich dann drauf, dass das dann für euch klar geht. Und mein großes Ziel dieses Jahr von den 1000 Abonnenten habe ich nicht erreicht, das ist traurig. Das Problem ist, das mache ich in einem extra Video, das erzähle ich euch dann mal dann nächstes Jahr. Denn für mich ist es halt derzeit schwierig, also nicht mich zu motivieren oder ähnlich, aber dadurch, dass ich jetzt krank bin, ich habe jetzt derzeit viele Ideen, die ich gerne machen wollen würde oder machen könnte, und geht halt nicht, weil krank, weil ich müsste dazu entweder viel erzählen oder halt viel zocken, und da sagt mein Körper so, yo Bro, ab ins Bett mit dir. Von daher, sorry, da kommt nächstes Jahr dann was. Und in den ersten 1 bis 2 Wochen, je nachdem wie lange ich krank bin, tut's mir leid, kommt erstmal auch kein
Kein Content jetzt, der vorproduziert ist. Aber ich hoffe, es ist trotzdem für euch okay. Ja, ansonsten guten Rutsch und gesundes Neues, wenn es soweit ist. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.